Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich möchte heute nochmal auf die Konstellation Ende Juli am Himmel eingehen. Rahu, der nördliche Mondknoten, Uranus und Mars stehen zusammen im Zeichen Widder. Ich habe schon erklärt, was das für Deutschland bedeuten kann und jetzt möchte ich darauf eingehen, was diese Konstellation bei jedem Einzelnen von uns bewirken kann. Also bei jedem einzelnen Aszendenten oder bei jedem einzelnen Mondzeichen. Man kann sowohl vom Mond aus ein Horoskop deuten als auch vom Aszendent aus. Wenn ihr nicht wisst, in welchem Zeichen euer Aszendent steht oder euer Mond steht, geht auf meine Webseite www.vedic-stars.de. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner und ihr könnt herausfinden, wo Aszendent oder Mond bei euch stehen. So, jetzt komme ich zur Interpretation. Wir fangen an mit dem Zeichen Widder. Die Konstellation findet bei euch im ersten Haus statt. Das heißt, ihr müsst mit Veränderungen und plötzlichen Umbrüchen rechnen, die euer gesamtes Leben betreffen werden. Vorsicht bitte vor Unfällen, insbesondere am Kopf. Es ist möglich, dass ihr in dieser Zeit etwas erbt. Das heißt aber auch, ihr müsstet mit Tod und Abschieden im Familien- oder Bekanntenkreis rechnen. Für das Zeichen Stier findet diese Konstellation im 12. Haus der Verluste statt. Trennungen von jemandem oder etwas sind möglich und auch wahrscheinlich. Bitte zu dieser Zeit keine Verträge abschließen. Es ist gut möglich, dass ihr hier Dinge überseht. Es gibt die Gefahr vor versteckten Inhalten. Plötzliche Gegner, mit denen man nicht gerechnet hat, können ebenso auftauchen. In Form von Verträgen, weil da irgendwelche Klauseln drin sind, die nachteilig für einen sind oder auch irgendwelche Leute, die von außen kommen und es nicht gut mit einem meinen. Ebenso sind Krankenhausaufenthalte möglich. Für das Zeichen Zwilling findet die Konstellation im 11. Haus statt. Plötzliche Geldgewinne sind möglich, zum Beispiel Prämien, die ausgezahlt werden oder auch Lottogewinne. Aber auch plötzliche Konflikte können auftauchen. Möglicherweise mit Freunden oder großen Organisationen. Ebenso Achtung, wenn ihr Probleme mit den Gelenken habt, die könnten sich in dieser Zeit verschlimmern. Für das Zeichen Krebs findet die Konstellation im 10. Haus der Karriere statt. Plötzliche Anerkennungen sind möglich oder Abwertungen. Uranus ist immer ein Hoch und Runter. Man weiß also nicht, geht es nach oben? Kriegt ihr Anerkennung oder geht es nach unten? Das heißt, sieht schlechter aus für euch in der Karriere. Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, durch Kreativität zu glänzen und kreative Projekte zu starten. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ihr plötzliche kreative Ideen zu dieser Zeit habt und die solltet ihr für eure Karriere nutzen. Für das Zeichen Löwe befindet sich die Konstellation im 9. Haus. Wenn ihr gerade eine Aus- oder Fortbildung macht, könnten sich hier unerwartete Veränderungen ergeben. Eventuell brecht ihr diese Aus- oder Fortbildung auch ab. Ebenso sind Veränderungen bei eurem Vater möglich, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Es ist keine gute Zeit, um zu reisen. Das gilt grundsätzlich für alle Leute, insbesondere aber für das Zeichen Löwe, keine langen Reisen machen. Für das Zeichen Jungfrau befindet sich die Konstellation im 8. Haus. Rechnet mit schockierenden Nachrichten und Ereignissen, die viele und große Veränderungen mit sich bringen. Vorsicht auch vor Unfällen, Vorsicht vor Manipulation und vor Machtkämpfen. Ihr könntet es mit übler Nachrede zu tun haben in dieser Zeit. Geht dem am besten aus dem Weg. Wenn ihr merkt, jemand ist euch nicht wohlgesonnen, meidet ihn. Erbschaften sind in dieser Zeit ebenfalls möglich. Für das Zeichen Waage stehen Rahu, Uranus und Mars im 7. Haus der Beziehungen und der Verträge. Ihr könntet Konflikte und Umbrüche mit dem Partner erleben. Vorsicht auch bei Vertragsabschlüssen. Es könnte darum gehen, dass ihr kontrolliert werdet oder kontrolliert werden sollt und Informationen nicht vollständig offengelegt werden. Für das Zeichen Skorpion befindet sich die Konstellation im 6. Haus. Konflikte können plötzlich auftauchen, insbesondere am Arbeitsplatz. Rechnet hier mit unerwarteten Veränderungen im Kollegenkreis. Da wird sich irgendetwas wandeln. Bei Streitigkeiten und Gerichtsprozessen, wenn ihr diese gerade führt, könnt ihr mit plötzlichen Wandlungen rechnen
Und ihr könnt euch zu dieser Zeit ganz gut durchsetzen. Also das sieht dann gar nicht schlecht aus, dass die Wandlungen sich zum Positiven wenden werden. Achtet in dieser Zeit auf eure Gesundheit. Für das Zeichen Schütze, es ist keine gute Zeit für spekulative Geldanlagen, zum Beispiel an der Börse. Bitte nicht Ende Juli bis die ersten Augustwochen hier nicht aktiv werden. Plötzliche Veränderungen rund um das Thema Kinder sind möglich, eventuell auch Schwangerschaften, die nicht geplant sind. Wenn ihr das nicht wollt, besonders gut aufpassen. Es ist eine gute Zeit, um kreativ tätig zu werden und Vorsicht bitte beim Sport. Hier müsst ihr mit Verletzungen rechnen, weil Mars eben involviert ist. Für das Zeichen Steinbock gibt es Veränderungen im Heim und im Zuhause. Rechnet hier mit einem fehlenden Sicherheitsgefühl. Es könnten sich auch Veränderungen im Leben der Mutter ergeben. Vorsicht auch beim Autofahren, generell beim Transport. Hier sind Unfälle möglich. Für das Zeichen Wassermann, Vorsicht bei dem, was du sagst und schreibst. Die Konstellation findet in dem dritten Haus der Kommunikation statt und es kann sein, dass das, was du kommunizierst, beim anderen falsch oder anders ankommt und zu Aggressionen führt. Möglicherweise erhältst du aber auch Nachrichten, die bei dir dann Veränderungen und Umbrüche auslösen. Auch im Leben deiner Geschwister kann sich in dieser Zeit einiges ändern und es ist keine gute Zeit für Kurzreisen. Für das Zeichen Fische, Vorsicht bei Geldanlagen. Bitte das Börsendepot einmal kritisch prüfen. Hier sind plötzliche und unerwartete Ereignisse möglich. Mars macht eure Sprache aggressiv. Dir könnten Wörter herausrutschen, die du hinterher bereust. Also hier versuchen sich ein bisschen zurückzuhalten und es ist keine gute Zeit für Zahnarztbesuche. Das war meine Analyse für jeden Aszendenten und jedes Mondzeichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.